Hallo Let's Play, hallo YouTube, ich bin zurück auf meinem neuen Kanal Let's Play. Los geht's! Fällt noch etwas auf bei dieser Hülle? Oder bei dieser hier? Das ist auch magisch, hä? Polizei hier. Schaut, das Teil, das die haben. Magisch, wie ein Keib hier. So, jetzt hat es einen Nebenang. Die werden das XS Max, das ich habe. Und die für ein neues, keine Ahnung, um was es geht eigentlich, um welches. Jetzt kommt der Direktvergleich noch. Nebenang, Achtung. Sagen Sie Nebenang. Fällt noch etwas auf? Es ist leicht verschoben, die Seitentasten. Beim Neuen ist alles runterversetzt, meine Lieben, schaut. Das machen die extra, dass man neue Hüllen braucht. Dann. Typisch Apple wieder mal. Hier ebenfalls. Designtechnisch wäre es recht ähnlich bei diesem Hüllentyp und mit diesem kantigen Design hier, seitwärts. Extrem magisch aus. Ausser hier ist der Ausschnitt nicht für einen Apfel, das ist er nicht. Sondern für die Kamera, die quadratische Anordnung hier. Und hier, wie bisher, einfach beim Max. Im Carbon-Look. Hier wäre es noch Lederoptik. Ja, die kann bestellen und auftreiben. Im Online-Shop. Wo man nicht so kennt. Ich darf den nicht verraten. Aber ich komme noch in die Kasse. Zum Test. Sie fühlen sich recht robust an. Extrem hochwertig. Liegen sehr gut der Hang. Rutschfest. Gleich gebaut wie die vom Material her, so TPU-Gummi. Sagt man dem, so eine Gummimischung speziell. Sind sie ja nicht staubar. Ist recht gebig, griffig und alles, hä? Aber ich darf nicht mehr zu viel verraten. Wisst ihr, komme ich wirklich noch in die Kasse, nicht zu viel verraten, um was es geht eigentlich. Ich kann nur sagen, sie sehr stylisch ausgehen, sehr gut. Bis ein anderes Mal auf meinem Let's Play Kanal. Tschüss zusammen, adieu, tschüss.